den ALCS mit dazugekommen sind, haben halt sehr coole Picks auch mit ausgepackt, aus diese Evelyn zum Beispiel haben sie mit reingebracht, Hai war da halt, als er noch bei Flag Best. Aber man muss ja auch sagen, diesen Split, also diesen Split ist ja, hat sich die ALCS verändert wie lange nicht mehr. Ja. Also was da an Spielertransfers und hin und her Gewürfel passiert ist, Teams, die neu dabei sind, Teams, die raus sind, ja, einige trauern ja sicherlich auch Immortals nach. Ja, das ist halt echt krass, ne? Weil Immortals ja schon ein starkes Team war. Vor allem, wenn ich überlege, als Immortals reingestartet sind in die NALCS, haben sie ja sogar einen Split gefahren, wo sie halt nicht eine Niederlage hatten. Ja, das stimmt. Und dann bist du halt nicht in der Lage, so ein gutes Team quasi mitzuhalten. Ärgerlich. Aber wir erinnern uns trotzdem gerne an sie. Ja, auch. Ja. Wir erinnern uns aber jetzt auch daran, dass die Pick-and-Ban-Phase gleich starten wird, hoffentlich, wenn jetzt nicht noch irgendwelche Probleme auftreten. Ich glaube, das Botlane-Duell ist so das, wo wir auch am meisten Augenmerk drauf schmeißen können. Also richtig interessant. Guck mal, Double Lift hier gerade im Bild. Der grinst auch schon wieder vor sich hin. Ja, natürlich auch ein Spieler, der halt Tristana ganz gerne performt und sich da halt auch mehr oder weniger halt mal einen guten Ruf, mal einen eher schlechteren gemacht hat. Also für mich halt einfach die interessantesten Persönlichkeiten jetzt ja auch mit Double Lift auf der Botlane und Pobelta halt im Midlane-Matchup. Das ist so das, worauf wir, glaube ich, ein bisschen achten müssen. Impact selber ist ja als Cloud9s ehemaliger Toplaner auch ein Spitzenkandidat. Aber ich finde, er sticht jetzt momentan nicht so heraus bei Team Liquid. Hat er sogar, als er gegen Licorice antreten musste, also seinem Nachfolger, hat er auch ganz schön die Hucke voll bekommen. Zweimal wurde er solo getötet. Man muss auch sagen, aus deutscher Sicht wäre es gut, wenn Team Liquid gewinnen würde. Also für Optic Gaming. Aber grundsätzlich sind wir dann natürlich offen für alles. Hauptsache ein spannendes Spiel und Hauptsache es geht jetzt sofort los. Oder ist die Pick-and-Ban-Phase jetzt auch? Hört seine Musik, an der Kamerafahrt seht ihr es. Und jetzt der Gangplank-Ban als erstes für Team Liquid. Obwohl sie den First Picken hätten können. Ja, aber ich glaube, Impact hat keinen Bock mehr drauf. Seitdem er halt gegen Licorice mit Gangplank verloren hat, hat er sich gedacht, nee, ich bin vielleicht nicht gut genug. Lieber nehmen wir ihn ganz raus. Auch den Faktor Galio will man eliminieren. Ja, gerade im Bild, da sind sie. Double Lift und Wild Turtle. Die haben auf jeden Fall schon eine richtig dicke Historie hinter sich. Beide ja unter anderem bei TSM gewesen und haben sich so ein bisschen um den Platz gebattelt. Und beide sind jetzt nicht mehr bei TSM, sondern jetzt sind der Sven und Mivi da. Nichtsdestotrotz haben sie natürlich noch ihren Platz in den ALCS bewahrt und dürfen jetzt unter anderer Flagge gegeneinander antreten. Trifft's auch ganz gut. Wir haben jetzt den Skarnaban zum Zoe-Ban und Rakan wird ebenfalls gebannt, damit quasi auch Xayah so ein bisschen rausgenommen. Letzter Bann, der noch übrig bleibt. Es gibt halt noch so viele Optionen, die offen sind, gerade wenn man sich so die Midlaner anschaut. Ja, Azir zum Beispiel, Ryze ist noch offen, man könnte natürlich Time Kench auch sowas bannen. Vielleicht gibt man auch für den Tristana First Pick, um sie Double Lift zu sichern. Oh, man hat sich jetzt den Zion gebannt. Das spricht so ein bisschen dafür, dass FlyQuest halt für einen schnellen Gnar gehen wollen. Gangplank selber ist auch draußen. Team Liquid sichern sich den Azir. Und jetzt wird bei ihm wahrscheinlich der Nahpick hinterherkommen. Ja, aber man kann immer noch eine Camille picken, also. Das stimmt, ja, Camille ist auch noch offen. Das sollte dann nicht unbedingt das Totschlagargument sein. Also hier als erstes für Pobelta. Und dagegen dann Ryze, das haben wir jetzt schon sehr, sehr oft gesehen. Beide Champions sind genervt worden. Ist so ein bisschen Ryze-favored, das Matchup. Also Ryze spielst du ganz gerne in den Asi mit rein. Aber grundlegend jetzt kein richtiger Hardcounter oder so, wo man Angst haben müsste, dass man von der Lane gefegt wird. Nidalee wird hier kurz gezeigt, aber ich denke nicht, dass es werden wird. Also hier Sejuani wäre, denke ich, die deutlich sichere und bessere Wahl. Oder man holt sich jetzt Kalista gerade. Eieiei, Wild Turtle auf Kalista, da habe ich ja mal gespannt. Ja, ich auch. Aber ich finde schon mal gut, dass NALCS endlich verstanden hat, wie gut Kalista eigentlich ist. Ja, wobei die da sowieso schon mehr Kalista gespielt haben als EU. Also es ist ja auch so, dass Korea, Mita und dann EU ist schon sehr anders zu Korea und NA ist immer so ein bisschen dazwischen. Ich predige das halt schon die ganze Zeit und ärgere mich halt immer, wenn der Pick einfach ignoriert wird. Aber heute ist es on point. Auch wenn sie natürlich nicht immer gewinnen, aber ich denke, der Weg ist trotzdem der richtige.
Ja. Performance ist halt manchmal bloß nicht ganz so gut. Der alte Double Wayne. Ja, Nah ist jetzt offen geblieben. Wird jetzt hier auch gepickt. Wird, denke ich, mit der Camille dann beantwortet werden. Wenn sie jetzt nicht gepickt wird, wird sie mit Sicherheit gebannt. Das heißt, jetzt hat FlyQuest so ein bisschen die Qual der Wahl. Wollen sie halt den starken Supporter jetzt mit dazu haben zu der Kalista oder wollen sie halt den Camille-Pick haben? Und ich denke, mit dem Camille-Pick haben sie die richtige Wahl getroffen. Im Endeffekt haben sie ja Tahm Kench, Alistar, Fresh, ist halt alles noch offen. Ich glaube, damit kann Team Liquid auch leben, auch weil sie jetzt Supporter bannen können. Jetzt kommt Tristana mit raus. FlyQuest sollte jetzt selber halt keinen Supporter bannen, wenn Team Liquid damit anfängt. Damit sich halt den größeren Pool quasi offen halten. Dann können sie nämlich direkt in der zweiten Rotation jetzt den Support als erstes picken und zum Schluss dann natürlich Jungler mit rein. Ja, können sie aber so oder so, also insofern. Das könnte übrigens immer noch eine Camille Jungle sein. Aber ich denke, sie wird halt. Ist schon auf der Top-Lane gegen Nara gut aufgehoben. Ja, denke auch, dass Camille Jungle nicht die beste Wahl wäre. Oh, die ist schon nicht zu verachten. Aber das ist halt deutlich größere Clear-Probleme als zum Beispiel, dass Sejani hat. Oder. Wollte gerade sagen, und gerade da ist halt, weil Early-Game-Pressure so wichtig ist, etwas, was Early-Game-Pressure kommt von den Gangs. Ja, sie haben noch Varus rausgenommen, vollkommen richtig. Also alles, was sie halt Lane-Bully-mäßig bedrohen könnte auf der Kalista. Ja, Caitlyn kannst du immer noch spielen. Und vor allen Dingen haben sie halt noch so viel offen, was sie selber picken können. Ornn wird jetzt sogar gebannt, ja, dann geh halt einfach für den Braum oder für den Alistar. Beides gute Optionen für sie. Ich würde den Alistar sogar bevorzugen, damit er nicht an die Gegner geht, weil Alistar gegen Camille relativ gut funktioniert. Zac brauchen sie nicht picken. Es gilt aber allerdings auch für Azir, dass du mit Azir ja auch ebenfalls die Camille rausschubsen kannst oder überhaupt den Engage da schon unterbrechen kannst. Das finde ich jetzt Quark an der Stelle, um ehrlich zu sein. Denn sie haben halt eine richtig geile Geheimwaffe, das bezweifle ich aber. Weil sie halt den Jungler, den hat der Gegner eh schon gepickt. So Zac werden die halt nicht auf die Top-Lane setzen. Das heißt, Zac hättest du halt so oder so for free picken können. Aber beim Support kann der Gegner dir jetzt quasi noch einen wichtigen Support wegpicken, zum Beispiel den Alistar. Was halt echt schade wäre. Ja, der Zac-Pick als solcher, also. Ist allerdings gut. Ja, klar. Also Zac passt ins Team rein. Ich bin halt bloß ein bisschen. Also mir gefällt die Reihenfolge nicht so sehr. Da gebe ich dir recht. Azul Brown ist halt super, super safe. Ich denke auch, dass es hier Brown wird. Jo. Die haben sich ja gesichert. Und jetzt muss man halt die letzte Antwort finden. Oh, Janna Kalista, that's not the way. Don't do this. Ja, es ist. Also, ich sag mal so, Janna funktioniert vielleicht noch besser durch ihre Ultimate als andere Squishy-Supporter, aber grundsätzlich bin ich auch kein Fan davon, Squishy-Supporter mit Kalista zusammen zu picken. Man entscheidet sich jetzt für Tahm Kench. Das ist okay. Das ist eine gute Wahl. Fehlt zwar so ein bisschen das Engage-Potenzial auf der Botlane über den Support, das brauchen sie aber nicht. Ja, sie haben Kalista halt trotzdem den Engage, sie haben halt den Zac mit dabei. Den Tahm Kench kann man da reinpicken. Das war jetzt wahrscheinlich auch die Grundidee, so ein bisschen, dass man den Alistar gezeigt hat, den Gegner wahrscheinlich auf den Alistar zwingen wollte, um dann mit Tahm Kench unten einen guten Counterpick quasi zu haben für den Alistar. Hat nicht ganz so funktioniert, das ist halt trotzdem eine Braum geworden. Ja, es ist auch nicht mehr so krass momentan, dass man, wie man das früher gehabt hat, Support-Pick Counterpicken kann. Also klar, es gibt halt immer noch Möglichkeiten, aber wenn wir uns da in die Meta als dann auch Damage-Supporter-Meta waren, da war es sicherlich krasser. Jetzt ist es eher so, ja, du hast halt einen Tank auf der Botlane. Aber FlyQuest hat trotzdem für mich halt einen richtig guten Draft gefahren. Sie haben halt eine coole Team-Kombo mit viel Engage, mit viel Disengage. Aber ich gebe dir trotzdem recht, so ein Ace hätte mir besser gefallen. Gutes Mid und auch ein gutes Late. Haben wir viele Optionen. Also für mich FlyQuest so ein bisschen den besseren Draft. Aber Team Liquid ist auch gut mit dabei. Man sollte sie hier nicht unterschätzen. Das einzige Problem, was sie halt haben, ist, dass sie halt relativ wenig Lane-Domination haben, was die Early angeht. Also Kalista wird halt die Lane mit Tahm Kench komplett durchrasieren. Die muss man halt wirklich, da wird man Probleme haben, die im Zaum zu halten. Aber auf der anderen Seite hat Gnar im Early die Pressure gegen. Ja, Gnar hat im Early ein bisschen Pressure. Und das ist halt die einzige Lane, die halt ein bisschen was ausrichten kann. Ryze wird halt auch ab Level 3 ziemlich gut in der Mitte pushen können. Und dann gibt sich das Ganze halt so langsam. Aber grundsätzlich wird es halt hier wahrscheinlich auf die Midgame-Teamfights ankommen, wer das Ganze für sich entscheiden kann. Ja, und das werden wir natürlich jetzt feststellen. Es ist das letzte Duell für heute. Team Liquid gegen FlyQuest.
Und wir werden natürlich schauen, ob Team Liquid weiter abrutscht oder diesen Trend jetzt stoppen kann. Nach 3 Niederlagen in Serie soll da endlich mal wieder ein Sieg her. Ja, und das wäre halt ein Matchup, wo ich gesagt hätte, bevor das Split losging, ja, Team Liquid wird das gewinnen. Wo ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher bin, aufgrund ihres... Ja, dafür haben sie eine zu inkonstante Leistung gezeigt. Ja, definitiv. Also manchmal spielen sie wirklich wie das beste Team der NLCS und an anderen Tagen verlieren sie gegen Golden Guardians. Das sind schon Extreme, muss man sagen. Auf jeden Fall. Asi hat sich hier für die Variante Erläuterung entschieden, vollkommen nachvollziehbar. Cage gepaart mit dem Zack Engage quasi, ist halt das Schlimmste, was ihm passieren kann. Da braucht er halt ein bisschen Sicherheit. Grundsätzlich auch Sejani eigentlich ein ganz guter Pick gegen Zack, weil sie halt mit ihrem Dash halt den Zack-Sprung unterbrechen kann. Aber das gibt halt auch nicht so viele Optionen, wo das halt wirklich möglich ist. Also ich finde halt den Zack-Pick momentan competitive gesehen echt stark. Das hat so viele Optionen. Und hier muss halt jeder Carry so ein bisschen auf sich selber aufpassen. Also sowohl Double Lift, der halt immer rechtzeitig sein Arcade Shift nutzen sollte, als auch Impact und Pobelta, dass die halt ihre Sprünge und Dashes richtig einsetzen. Hat man auch schnell einen Pullen gegeben. Und dann wird man leiden müssen. Sagt Double Lift ja eine lange Kontrahentschaft mit Wild Turtle geführt und er hat jetzt das Matchup, was halt negativ auf der Botlane ist. Wobei man sagen muss, in der Historie heraus ist Double Lift derjenige, der dann ein bisschen erfolgreicher gewesen ist. Im Duell. Witzigerweise finde ich halt auch, dass sie beide so vom Stil her immer ähnlich gespielt haben. Beide offensiv, ja. Ja, beide sehr offensiv und beide halt auch sehr gute Zeiten hatten, aber auch sehr schlechte Zeiten. Ja gut, das bleibt nicht aus, wenn du schon so lange im Geschäft bist. Das stimmt wohl. Ja, man sieht's, Push-Pressure ist da. Kann man auch relativ wenig bloß gegen unternehmen. SW hat sich hier auch für die Variante des Doran's Blade entschieden. Hat sogar schon 2 Mana-Pots hier abkassiert. Für ihn natürlich jetzt für die Early Lane ganz cool, weil er halt deutlich mehr Sustain hat und deutlich mehr Spam und Poken kann. Mehr Spam und Poke bedeutet halt wiederum, dass er halt mehr Stacks bekommt, mehr Items bekommt. Also Mana-Pots sind da gar nicht so verkehrt. Ja, das stimmt schon. Die nimmst du natürlich gerne mit. Einfach auch, um gegenhalten zu können. Und zumindest das sollte halt so grob passieren können. Man ist ja auch sehr, sehr safe, ehrlich gesagt, gerade mit dem Ezreal. Von daher weniger das Problem. Jetzt auf den ersten Leveln ist Azir mit der Reichweite noch ganz gut dabei. Ah, oh, er hat nicht genug Mana, um da konstant poken zu können. Vor allem, weil es halt auch im Cooldown jetzt schwieriger geworden ist. Als Ryze kannst du halt die Wave ein bisschen besser clearen. Brauchst halt zu viele, also hast zu wenig Attack-Speed und brauchst zu viele Auto-Attacks mit den Sandsoldaten aktuell. Und das Problem von Asia ist halt einfach, dass er halt um sein Presence of Mind spielen muss. Das heißt, du kannst relativ wenig nur poken. Gerade auch mit dem Schild zum Beispiel Trades suchen. Weil du halt sonst zu schnell umgehst und musst halt immer auf dem Level-Up warten. Musst halt mit dem Level-Up dann versuchen, deinen Schaden wirklich anzubringen. Und da quasi dein Mana auszureizen. Das ist einer der wenigen Champions, der halt auch ohne Lost Chapter spielt. Also das Problem hast du bei Asien ein ganzes Weilchen. Aber mit dem Stinger und mit dem Lasher's Zahn lässt sich halt das Problem des Wave Clears relativ schneller fixen. Weil du halt mehr Attack Speed hast und somit halt auch schneller pushen kannst. Lasher's Zahn ist einfach ein super Item für Asir. Im Übrigen, gerade festgestellt, um 5 Uhr ist Eishockey. Sind wir perfekt wieder zu Hause. Deutschland ist ja überraschend weit gekommen, ne? Im Finale. Ja. Gegen Kanada gewonnen. Hat, glaube ich, keiner erwartet vorher. Nee. Erst gegen, gegen Schweden, glaube ich, und dann jetzt gegen Kanada. Also vor allem Kanada ist halt eigentlich der Favorit schlechthin. Na, sieh da, perfekt von einem ALCS. Ja, da ist hast du, ja, und dann direkt weiter wach bleiben für weiter Korea, für LCK. Und dann könnt ihr euch hinlegen, weil EU-LCS ist morgen nicht, dafür allerdings wieder NALCS. So und nicht anders. NA, NA, Eishockey, LCK, schlafen gehen und dann wieder NA. Bester Tagesplan. Wenn ihr nicht schlafen könnt, könnt ihr dann morgen Abend da ganz nur Eis- und Waffel-Stream anmachen. Streamt doch Eishockey, ja, ja. Ich glaube, Rechte für Olympia kriegst du halt ganz easy und schnell und billig. Kostet bestimmt nichts. Gar kein Problem.
Finale gegen Russland, das weiß ich. Aber auch nie was anderes behauptet. Nur gesagt, dass wir gegen Kanada gewonnen haben, um ins Finale zu kommen. Ja, und Schweden war Weltmeister, das war der Gegner. Also das war ja auch schon eine Sensation. Dass wir überhaupt ins Halbfinale gekommen sind. Oh, Rice hat hier sich wirklich mehr als genug Mana erstmal geholt. Träne, unser Vierkristall, danach ist es auf jeden Fall erstmal nicht am Mana-Hunger tot. Smithy gesehen, aber zu spät. Einfach fressen. Zu spät gibt's da nicht, da gibt's bloß ab in den Mund. Da gibt's nur weh. Und safe. Armcatch weh. Egal wie unehrenhaft du bist, Armcatch ist unehrenhafter. Fly auch die ganze Zeit in der Lage, in der Mitte rein zu pushen. Top Lane hat man Pressure. Das ist halt genau das Ding, ne? FlyQuest hat halt wirklich Pressure auf jeder einzelnen Lane. Aber man muss daraus auch was machen. Also einfach nur Pressure zu haben, reicht natürlich nicht, um Spiel zu gewinnen. Und die Late-Game-Scaling sind auch bei Team Liquid relativ gut. Ich muss aber auch sagen, Thema Pressure, dass auch nicht zuletzt durch den Gank Team Liquid da noch weiter gut auf der Botlane dasteht. Whiteviertel. Holt sich jetzt ein paar Vasallen, aber man sieht schon, Doublelift war ihm da voraus, ist jetzt Base gewesen, hat ein super Base-Timing erwischt, hat die Träne und das Sheen fertig. Das heißt, ein besseres Timing kannst du da als Ezreal eigentlich gar nicht haben. Ja, für Kalista ist jetzt halt auch ein Base, der halt noch nicht ganz so stark ist, also ein ganzes Item ist definitiv nicht drin. Nee, die würde erstmal Schuhe fertig haben und deswegen kann Ezreal auch ganz gut mithalten dann. Ja, sie geht hier sogar für das billige Wasser. Oh wow, okay. Tatsache. Ich hätte jetzt eher mit den Schuhen gerechnet, aber nun gut. Wenn du für ein All-In-Szenario ist es gar nicht so verkehrt. Zum Farmen halt ein bisschen schwieriger. Aber das Item als solches ist ja, dadurch, dass du ja auch diesen aktiven Effekt noch nutzen kannst, schon nicht verkehrt. Das Item, klar, ist stark. Aber wie du schon gesagt hast, gerade fürs Farmen oder so, und da ist ja jetzt schon ein bisschen hinten. Ander will der X-Biffy ein bisschen ärgern. Aber X-Biffy ist schon Level 6. Mein lieber Ander, pass mal lieber ein bisschen auf. Er hat jetzt auch Level 6 bekommen. Sein Sprung wird hier nochmal gecancelt. Dann kommt durch, aber engaging kann man ihn dann nicht. Hat er Glück gehabt. Er hat aber auch vorher gesehen, dass halt Bubelta gebased ist. Und auch nur deshalb hat er sich da halt ein bisschen weiter rausgetraut. Oh, Impact, der setzt hier erstmal alles saftig daneben. Aber das Ult trifft da. Das sind eine Menge Minions, aber da kommt auch ein Weiß Ult mit dazu. Das ist halt gut. Aber jetzt in der Flauschi-Form. Flash, aber der Root kommt durch. Ja, dafür der Slow nicht. Oh, war das krass. Oh, dass der Camille Slow hier nicht getroffen hat, das rettet ihn. Der W, der hat wirklich bis Millimeter gefehlt. Jetzt ist Smitty da. Alleine. Ja, aber er hat sein Ult immer noch parat und nutzt auch alles parat. Der Schild doch da. Den Ult da. Stundenglas genutzt. Nicht. Oh, wieso hat er den wenig? Flame Zone, die zu sehr aus. Der setzt den Stun daneben! Was ist denn los hier? Oh. First Blood! Was ist das? Was ein Hin und Her, du. Was ein Hickhack. Aber das da hätte er den Kill haben müssen. Aber dass X-Miffy auch 1 gegen 2 geht. Und Flame hat halt Stun daneben gesetzt und vor allem hat den Wien nicht mehr perfekt connecten können. Puh. Also da waren einige Missplays dabei. Wechselbad der Gefühle. Aber letztendlich kommt da halt vielleicht ein bisschen besser weg. Sehen wir es auch nochmal. Ich glaube, X-Miffy musste rausgehen. Er hat sein Ult geteilt. Oh, so knapp auch, dass Flyder nicht stirbt. Oh, dass er dann flasht. Und dann hätte er jetzt eigentlich rausgehen müssen. Ich meine, dass er dann für den Weg. Er hätte den Kill eigentlich safe haben können. Aber wäre er wahrscheinlich auch safe für gestorben. Naja, er ist safe gestorben. Das Witzige ist, wäre dieser W jetzt nicht von Flame rausgekommen, dann wäre er wahrscheinlich auch im Stun gestorben, weil er einfach 20 Vasallen waren, gegen die er gefightet hat. Und den verstärkten Auto-Tag nach dem Stun von Sejuani hätte es da wahrscheinlich auch gereicht. Das war auf jeden Fall ein haarscharfes Ding. Erst für Gnar, dann für Ryze und dann für die anderen beiden. Und manchmal lebt man halt gefährlich. Das ist gut. Azir bekommt hier einen Blue Buff. Ist sowieso schon vorne im Farm. Kann da die Midlane Pressure bzw. den Farmvorteil seins nennen. Und mit dem Blue Buff würde das Ganze natürlich ein bisschen angenehmer werden. Ich habe ja vorhin von seinem Mana-Problem gesprochen und die sind natürlich mit dem Blue Buff erstmal gelöst. Wenn auch bloß übergangsweise. Double Left und Olli ebenfalls viel über der Karte unterwegs. Für die Karte. Sag mal, Farmer ist schon krass gut vorne. Sie kriegen jetzt noch eine ganze Wave und haben halt vorher schon 6 CS Vorsprung gehabt. Also locker mal 2 Waves vorne. Impact wieder in seiner Mega-Nachform. Ja. Man geistert natürlich da jetzt viel Top-Lane-mäßig unterwegs rum, würde das eigentlich diesen Fehler gerne korrigieren.
eigentlich auch die Pressure ausnutzt, die man gehabt hatte. Aber jetzt gönnt man sich da den Herald. Natürlich auch nicht verkehrt. Ein Drache ist auch nur ein Wolkendrache live, der ist dann noch nicht so hoch anzusetzen. Von der Priorität, jetzt kommt Impact. Oh, es wird mal knapp, ne? Ander kommt in Reichweite. Vor allem das Auge ist offen, wenn er jetzt mal das Auge einmal hittet und direkt smitet, dann hat er halt sofort den Herald. Ja, aber nicht. Ist aber in der Nähe. Weiter, oh, das ist das Auge. Und das ist knapp, aber er hat den Herald. Die Frage ist, kann man ja auch aufsammeln? Ja, jetzt müssen sie halt den Buff verteidigen. Der liegt da, schön und gut, dass man den Herald genommen hat. Aber der Buff, der... Wird er für immer verloren sein. Smitty versucht's. Die wollen die aber nicht ranlassen. Der Kampf um den Herald. Er hat halt kein Flash, ne? Geht halt schon ein Risiko ein. Ander bleibt immer noch da. Man sieht, das Auge fängt halt langsam an, so ein bisschen zu blinken. Und halt dieses Blinken nimmt später immer mehr und mehr zu. Aber vielleicht wurde er rausgesucht, jetzt können sie nicht verteidigen. Er nimmt ihn mit. Oh, das ist natürlich bitter. Jetzt hat man so viel Zeit da. Oh, was war das denn? Er kommt rüber, jetzt geultet, gestunt. Ander trollt! Was ist denn? Was ist denn? Und Flash hat er ja auch noch gehabt. Der hat ja alle Möglichkeiten gehabt. Was machst du denn, Junge? Oh Gott. Heute passieren halt wirklich viele seltsame Fehler. Auch hier an der Stelle. Ander sein Ult halt aktiviert und sofort reaktiviert. Und ist halt dadurch bis gebounced. Vielleicht einfach panikhaft die R-Taste gedrückt. Ja, hat er auch. Ja. Bums. Schön auf der Stelle. Nice. Ja, und dann nicht. Aber dass er dann nicht instant danach flasht. Wenn er merkt, oh, verkackt. Konnte er nicht mehr, weil er halt direkt im CC drin war. Also den Flash hätte er, glaube ich, nicht zwischenbringen können. Aber allein schon, dass das Ult halt quasi missklickt an der Stelle, ist schon ein Fehler, der eigentlich nicht passieren sollte. Also ich glaube, er hätte da ein paar Frames für gehabt, aber... Ja gut, das ist natürlich jetzt... Also, das darf in erster Linie gar nicht so passieren. Sagen wir es mal so. Also ein bisschen Glück im Unglück, dass der Kill an Gnar geht. Der kann natürlich sein Matchup jetzt länger, besser dadurch spielen. Aber der Kill auf Asi wäre auch ganz sweet gewesen. Der wiederum ist aber mit seinem Nashor Sun fertig. Hat jetzt auch sehr viele Möglichkeiten, die Wave dann schnell und effizient reinzupushen. Wir sehen jetzt den Goldunterschied. Vor allem ist halt das Schöne mit dem Nashor Sun, dass du halt, wenn der Gegner sich mal wegbewegt von der Lane, halt extrem viel Turmpressure hast. Ja. Durch den Attack Speed bist du halt früh in der Lage, auch Türme schnell abzureißen. Aber schon ziemlich effizient. Man sieht es halt, der Text-B, der fühlt sich halt so gut an. Vielleicht selber muss halt keine Angst haben. Er wird jetzt weniger Lane-Pressure haben. Allerdings hat er auch genug Sicherheit. Er hat jede Menge Magieresistenzen über die Maske. Ja, Ander hat keinen Bock mehr. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ach ja. So, jetzt. So, schön gearbeitet hier von Pobelta und Fly... Versucht er jetzt aber sein Ultimate Outplay, aber das klappt halt nicht mehr so wie früher und damit abgeholt worden. Ja, das war safe für nix, Mivi. Das war auch mit Pobelta mit der Ultimate hier gut gearbeitet. Jetzt wird der Herald aktiviert, weil man Midlane Pressure hat. Und dann kommt der Charge und das ist auch der erste Turm jetzt. Geht mit Nashor Sun auch besonders schnell. Vor allem einen Turm abgeholt, gleich den eigenen hingestellt. Und der nächste Charge kommt auch nochmal durch, dann kriegt man auch nochmal einiges vom nächsten Turm. Ah, schön gemacht von Team Liquid. Auch nicht ganz flawless heute unterwegs, aber in solchen Situationen halt deutlich souveräner. Da auch einfach Fly, dass er quasi flasht und halt immer noch vom Ult erwischt wird, ist für ihn halt einfach der Super-GAU. Ja. Ja, geht nicht mehr wie früher, dass man ultet und Stopwatch drückt. Ja, das wäre halt zu schön gewesen in der Situation, ne? Dann bin ich auch ganz froh, dass die Combo quasi rausgenommen wurde. Natürlich für Ryze ein extremer Nachteil, aber er war ja auch... Ja, es wird ja trotzdem noch gespielt. Ich muss ganz ehrlich sagen, für Ryze war das halt vorher, du kommst aus dem Gefängnis frei eine Karte. Ja. Er konnte halt alles sich erlauben, das hat immer irgendwie rausgekommen, obwohl er eigentlich ein immobiler Champion ist, der halt bestraft werden sollte für Positioning-Fehler. Ja eben, also ab Level 6 war das wirklich komplett free Elo. Vor allem, weil du eigentlich ein Late-Game-skalierender Champion bist, der einfach eine ultra-safe Laning-Phase gehabt hat. Ja. Aber fairerweise ist das halt Asia auch... Ja, aber auch der ist ja genau vorne jetzt. Ja, ja, klar. Genau aus diesem Grund. Wild Turtle hat ein paar Probleme, also ähnlich wie auch im letzten Matchup, sobald halt der Q, beziehungsweise der Braum Passive Debuff auf ihm drauf ist, kommt halt der ein oder andere Q von S wieder angeflogen und du wirst halt unter Druck gesetzt. SV selber hat sich ja auch schon Iceborne Gauntlet geholt.
ist damit natürlich auch schon relativ stark unterwegs. Hat halt einen guten Poke, vor allem auch ein bisschen mehr Wave Pressure. Ja, und hat momentan nicht so wirklich was zu fürchten. Man merkt halt auch, Team Liquid hat jetzt absolute Jungle-Kontrolle gerade und das nutzen sie auch sehr, sehr gut aus, stealen da den Blue Buff. Da sollte man entsprechend aufpassen, vor allem wenn Smitty hier Botzeit ist, wo Belta auch der rotiert. Nicht, dass man da nochmal auflauert. Erstmal gegen Ada hat jetzt dann. Aber so nah ist Pobelta dann auch nicht dran. Ja, und alleine Tanking Tank, das Spielchen kennen wir. Ist halt nicht so viel drin. Double Lift gönnen sich erstmal in Ruhe die Geister. Und dann geben halt auch ein bisschen Gold, nur warum nicht? Kann man sich auch mal gönnen. Ja, in der Mitte wird der Farmvorsprung auch größer und größer. Nicht zuletzt natürlich wegen dem Kill, der durch den Gank dort gefallen ist. Aber 30 CS Unterschied. Annähernd ist schon eine ordentliche Marke. Dann kommt halt noch immer die zwei Assists mit dazu. Leandris ist jetzt auch auf dem Weg, geholt zu werden. Drachen gibt es noch oben rauf. Das läuft momentan für Team Liquid echt wie am Schnürchen. Ja, wenn sie keinen dicken Fehler machen. Aber das sieht jetzt momentan nicht so danach aus. Jetzt wieder mit der Ultimate Fly von der anderen Seite kommt man mit dazu. Fly gibt hier Gas. Der Flash, Exhaust, Olle. Die Ultimate, da ist der Knock-Up. Und das ist dann auch der Kill. Man hat viel aufwenden müssen, aber am Ende ist er tot. Hat sich gelohnt. Ah, was aber gemacht. Pobelta wusste halt, aufgrund des Fail-Flashes von Fly in dieser vorhergehenden mittleren Aktion, dass er keinen mehr hat, kann hinterhergehen. Flasht einfach, ultet ihn raus. Durch dieses Hin- und Herschmeißen wird von Fly quasi auch das Ult gecancelt. Ja, und auch hier wieder. Ja, mit der Stopwatch wärst du da rausgekommen mit der alten Combo. Aber so, es ist halt einfach für Fehler wirst du bestraft. Das finde ich auch gut. Und direkt der zweite. Fly hier also alles andere als sicher unterwegs. Ja, also heute ist da echt der Wurm drin. Da haben wir schon bessere Spiele von ihm gesehen. Allgemein heute bei den Midlanern sind halt irgendwie. Ist halt wirklich der Wurm drin. Passieren halt viele suspekte Dinge. Aber ja, hier natürlich auch viel CC und viel Ressourcen, die halt vom Gegner aufgewendet wurden. Also war schon ein knackiger Gang, der damit rüberkam. Ja, das stimmt. Dadurch jetzt auch einen guten Farmvorteil für Pobelta. Oh, Pobelta wiederum ist jetzt schon in der Lage, mit zwei Autotags von seinen Soldaten halt die Castavas anzuklären. Also jetzt ist seine Push-Pressure wirklich sehr enorm. Plus er hat halt jetzt Schuhe plus Maske fertig, was halt gegen Ryze erstmal nicht so geil ist. Aber gegen alle anderen ist es gerade. Howdy wird der Damage haben. Und wenn da jetzt das Leandris noch fertig ist, dann hat er halt gegen Champions wie Zac, die halt nur Max-Life aktuell haben, hat er halt den Schaden des Todes. Ja, macht er jetzt schon gegen Champions, die keine Magieresistenz haben, quasi True Damage. Und da gibt es aktuell noch einige von. Ja, quasi deshalb, weil dieser Schaden ja durchaus reduziert werden kann. Oh, weil True Damage nicht der Fall ist. Der Ult ist draußen, Teleport wird eingesetzt. Ah, Olle gefressen durch die Stacks, Double Lift Flash deshalb. Gibt sie Camille Ultimate unterm Turm abgeholt. Ärgerlich, dass Stunt hier den Kill bekommt. Schön abgeschlabbert hat er an. Das war gut gemacht. Man wusste, dass Braum kein Flash mehr hatte, weil er ihn halt gerade in dieser Midlane-Aktion dort investieren hatte und wurde das Ganze gleich bestraft mit einem sehr, sehr schönen Gang. Und da sieht man halt auch, wenn man die Überzahlsituation hat, ist der CC-Engage halt ziemlich stark bei FlyQuest. Zac konnte ja ganz stumpf über die Lane laufen, dann kommt der Kalista-Engage und keine Chance dafür, einen Braum rauszukommen. Aber bitter, dass sie den Turm nicht bekommen. Ja, das stimmt wohl. Aber im Endeffekt haben sie ja noch ein bisschen Zeit. Mit Turret Fest wird es ja eh schon gefallen. Aber sieht man es nochmal. Stunt, der holt sich da ganz in Ruhe Olli ab. Wild Turtle holt sich den Kill und Double Lift kommt halt nicht aus der Camille-Ultimate raus. Und wird dann auch nochmal ganz hoch abgeschleckt. Poked jetzt nochmal gut, der Pobelta. Ja, er hat gerade den Damage, um dort im Rust gefährlich zu werden, trotz der Magieresistenzen. Hat auch Sejani wieder im Rücken. Also hier in Asien Gage ist halt auch durchaus zu erwarten. Das ist halt so das Ding, ne? Du hast halt als Ryze eigentlich nur die Möglichkeit, mit einem Flash gut zu engagen, um dem Gegner halt zu routen, was er halt mit Erläuterung counterplayen kann, währenddessen du als Asia halt in einem All-In halt immer effektiver bist, weil du den Ryze halt wegschmeißt, was du halt nicht läutern kannst, dann kannst du halt bloß versuchen zu flashen. Da ist dann quasi Gelände. Und selbst mit dem Flash ist halt immer noch so ein bisschen die Gefahr gegeben, je nachdem wie weit der Asia halt an dich rangekommen ist, dass du halt wie in der Situation vorhin trotzdem noch erwischt wirst. Dadurch, dass das Asia-Ultimate ja nicht direkt von dir ausgeht, sondern von hinten noch ausholt hinter dir, muss man halt diese kleine Distanz immer noch mit einberechnen.
Turm bekommen auf der Botlane. Smitty ist da. Auch Ada ist gesehen worden. Da ist noch ein Ward. Das weiß er aber nicht. Hat die Johnny auch schon mit der Warmox fertig. Blue-Buff wird die ganze Nummer abgegeben. Das ist natürlich geil für Pobelta, dass er halt zwei Blue-Buffs zur Verfügung gestellt bekommt. Macht die mit der Situation für Fly nicht unbedingt besser. Ja, das stimmt schon. Push da immer wieder rein. Das Problem ist natürlich nur, dass sie den Turm bereits bekommen haben. Nächste Konsequenz wäre eigentlich der Top-Lane-Turm jetzt. Theoretisch braucht Team Liquid halt noch eine gute Aktion, wo sie halt zwei, drei Kills bekommen können, um direkt den Nashor zu forcen. Mit dem Azir, der jetzt wahrscheinlich beim nächsten Base auch direkt einen Yandrus fertig haben wird, ist das halt einfach super free für sie. Der nächste Drake ist auch ein Mountain Drake, da werden sie sich wahrscheinlich auch versuchen drum zu kümmern. Sie haben halt da eine deutlich bessere Perspektive. Wobei, auf der anderen Seite haben sie halt auch mit Ryze einen guten Schaden und Kalista halt, um zu securen. Ja. Also der Nashor auch für FlyQuest natürlich durchaus in Aussicht. Ich denke auch, dass beide Teams da einen guten... gut an Objekten arbeiten können. Umso wichtiger eigentlich, wer den Bergdrachen gleich für sich behaupten kann. Ah, Double Lift macht schon ein bisschen Schaden am Turm. Smitty ist da, genauso wie Ole zum Absichern. Das heißt insgesamt 6 Mann top. Ja, mit dem Tower Dive muss er ein bisschen vorsichtig sein. Ein paar Lebenspunkte hat der Turm halt noch. Noch ist er nicht gefallen. Das ist aber der Punkt. Also man muss da nicht so wirklich in Dive gehen, sondern manchmal reicht es einfach nur geduldig zu sein und Schaden an den Turm zu machen, ja, Wave für Wave. Geduld ist halt mancher Spieler Schwäche. Das ist echt so. Also manchmal denkst du dir, wärst du nur geduldiger, dann hättest du das 5-mal gewonnen. Das ist ganz oft. Das merke ich bei mir selber auch super oft, dass ich halt genau weiß, was ich machen möchte. Aber irgendwann kommt halt einfach so, ach, ich will jetzt nicht warten, ich will jetzt Action haben. Dann passiert halt irgendein Fehler. Das geht wirklich vielen Spielern so. Und das ist halt wahrscheinlich auch im Solo-Queue einer der größten Fehler. Und auch im Competitive sind halt die Spieler nicht davon verschont, dass man halt irgendwann mal ungeduldig wird. Das ist ganz normal. Dabei vergeht die Zeit eigentlich beim Zocken sehr viel schneller. So, Ander verteidigt da seine Raptoren. Ah, Team Liquid muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, weil im Late-Game FlyQuest halt nochmal einen guten Split-Push hat. Camille wird halt bei Zeiten auch unangenehm werden für ihn da. Aber Bergdrache geht schon mal an Team Liquid. Das ist für sie halt ein sehr, sehr wichtiges Objective. Bin gespannt, ob sie es auch bei Zeiten nutzen können. Ja, und auch der nächste Drache wird wieder ein Bergdrache. Der muss man halt ein bisschen aufpassen. Gerade der Gank auf der Botlane mit den 2 Kills hat natürlich jetzt für FlyQuest ihre Botlane ziemlich gut ins Spiel reingebracht. Sind halt farmtechnisch wieder sehr dicht dran. Und der Kill gleicht quasi komplett die Differenz vorher da war aus. 2 Items sind auch da auf Kalista. Sich hier fürs Hurricane der 2. entschieden. Vollkommen normal. Ja, das ist so der Standard, den man auch früher schon immer gesehen hat. Ab und zu sieht man halt noch diese Rageblade-Variante. Aber es ist auch seltener geworden, muss ich sagen. Seltener geworden, ja. Ja, und jetzt ist halt die Frage, wie geht's da weiter? Also, dass man da diesen Top-Lane-Turm nehmen möchte, sieht man natürlich auch daran, dass Doublelift auf die Top-Seite rotiert ist. Der ist da momentan alleine. Team Liquid kann durchaus ein 1-3-1 spielen, dieser Combo. Saftiger Wave-Clear. Na, auch wenn Fly hier so ein bisschen geärgert wurde, er hält sich jetzt. Der Abstand wird nicht größer zwischen ihm und Pobelta. Pobelta selber hat sich jetzt hier in Richtung Lernstab aufgemacht. Gehe ich stark davon aus, wird sein nächstes Item sein. Und ab dem Lernstab wird es für Ryze dann doch unangenehm. Hier kommt nochmal. Oh, der Engage jetzt erstmal von Ander. Von oben kommt Wild Turtle. Jetzt Smitty mit dazu. Teleport. Zack Ultimate. Braumult ist auch schon raus. Der nächste Teleport. Und dann ist man da mit der Camille Ultimate und holt sich Double Lift. Da ist Pobelta zu spät. Aber die Sandsoldaten machen nochmal guten Schaden. Trotzdem Impact Down. Und das ist hier ein dicker, dicker Fehler, den Team Liquid da gemacht hat. Na, aber der Nashor ist riskant. Die sind ziemlich angeschlagen, die Jungs. Und immer noch ist halt ein Tank und ein richtig guter Carry da. Ander hat seine Passive noch zur Verfügung, aber die will er natürlich auch nicht einfach aufgeben. Also 3 Kills insgesamt jetzt. Und eventuell die Möglichkeit, in Sachen Türmen endlich mal aufzuholen. Damit ist halt noch da war Adria. Wieder so ein bisschen auch das Thema Geduld in der Szene. Schon echt viele das Problem zu haben. Man bekommt den Midlane-Turm jetzt seitens FlyQuest, oder? Ja, nicht ganz. Ja, ach, doch, es ja. Hat gereicht. Die letzte Minion-Auto-Tag. Aber close. Ja, das stimmt, aber dann wäre er mit der nächsten Wave weg gewesen. Ja, Stunt hat halt wirklich viel kompensieren können. Guter Engage hier erstmal auf Ollie und Double Lift. Double Lift kommt mit dem Arcane Shift raus. Aber traut sich jetzt halt einfach ein Stück zu weit nach vorne. Ne? Hier auch X-Mivis Ultimate nicht gut gesetzt, einfach nur
weil du halt zwei Leute hast, die halt zwar getroffen werden vom Schaden her, aber vom CC nicht beeinflusst werden. Pubelta, finde ich, hat halt eine gute Position hinten. Kann Camille halt auch direkt wieder so ein bisschen von sich runterschmeißen und kann halt auch alle bedrohen. Aber dadurch, dass halt seine Teammates aufgeraucht wurden, steht er quasi so ein bisschen alleine da und kann es im Endeffekt nicht ganz carryen. Trotzdem von ihm eigentlich eine ganz gute Leistung in diesem Teamfight. Ja, Team Liquid trotzdem noch vorne im Gold, fangen jetzt den Baron hier an. Ander ist in der Nähe. Da kommt der Control Ward rein, damit sehen sie natürlich alles. Jetzt Pobelta mit der Wall raus, Zack mit der Ultimate rein, aber man hat den Safe und Ander, ja, da geht's in die Passive für dich, du bist down. Ja, einfach mal schön wegsmiten, den Jungen. Ah ja, es war ein 50-50-Nasher. Aber sie haben halt immerhin noch den Bergdrachen mit dazu und sie haben halt wirklich schnell Nash clear. Also es war auf jeden Fall kein risikofreier Nasher von Team Liquid. Das hätte auch schief gehen können. Ja. Die Idee ist ja nicht schlecht, dass Pobelta dann da reingeht und mit der Ultimate ihn wegzoont. Das hat aber nicht funktioniert. Ja, weil Ander war da relativ clever und hat direkt sein Ult genutzt, um sich halt CC immun zu machen. Kommt auch ins Pit rein, aber letztendlich hat er halt keinen Schaden, um den halt mit dem Smite zu koppeln, währenddessen Sejuani halt den extra Schaden quasi ja nutzen kann. Da sieht man es nochmal schön geblockt. Also das war wirklich ein guter Gedanke von Ander. Und das war auch ziemlich knapp mit dem Smite, ne? Sejuani hat aber 722 gesmited. Hat aber auch fairerweise halt den Level-Vorteil, also Xmivi war da ziemlich sauber mit dem Smite. Ja, Level-Vorteil und natürlich die Teamkoordination, also wenn er sagt jetzt, dann... Ja klar, er hat halt so etwas höher die Chance. Ich würde mal sagen, es waren 60-40 in der Situation. Sagen wir mal... Auf jeden Fall riskant. 65-35. Sagen wir aber nicht risikofrei, genau. Ja, aber jetzt natürlich für Team Liquid gute Möglichkeit, nachdem kein Patzer vorher das Ganze wieder auszugleichen. Selber wieder am Drücker zu sitzen. Anna selber überlegt, selber für den Engage zu gehen. Versucht sich auch möglichst weit im Expert-Pferd jetzt von hinten. Pobelta ist noch nicht mit von der Begegnung. Jetzt ist das der Fall. Flame kann man wegdrängen. Smitty ist low. Und was passiert da unten? Olle! Ja, aber wo wollen wir jetzt hin? Die muss jetzt ziemlich weit da unten jagen. White Turtle ist alles andere als sicher. Wird jetzt so ein bisschen aufgespießt. Dann, der kriegt allerdings einen Schaden. Pobelta, er ist einfach nur mächtig. Da muss man sagen, es war eigentlich eine gute Idee von Olle, sie nach unten wegzulocken. Dadurch konnte Team Liquid gemeinschaftlich in die Flanke fallen, bekommt hier einen Kill mehr und hat jetzt momentan Push-Pressure. Vor allem mit dem Baron holen sich diesen Inhibitor. Ja, also jetzt mit dem Bergdrachen und mit dem Baron, den sie bekommen haben, ist das Ding eigentlich relativ sacksicher. Also Pobelta auch bisher noch keinen größeren Fehler gemacht. Er ist immer in Position, er hat seine drei Items, er hat seinen Voidstep fertig. In der Situation, so, der Flame hat halt ganz kurz probiert, Double Lift wieder zu ulten. Und wir sehen gleich, was halt passiert. Er muss halt direkt rausgehen, weil Pobelta dahinter ist und halt extrem viel Schaden hat. Hier, zack. Er holte Double Lift. Double Lift ist aber auch gut geflasht, dass er ihn quasi mit rüber zieht, direkt zu Pobelta. Und Flame ist damit halt direkt raus aus dem Teamfight. Unten braucht man halt sehr, sehr lange, um die Kill zu bekommen. Xmivi ist halt mit Brom zusammen einfach ein bisschen zu tanky. Nava halt nicht mal dabei bei der Situation. Der kommt jetzt erst mit dazu. Im Endeffekt kann man mit ihm zusammen halt noch Stunt bekommen, den man auch so bekommen hätte. Also hier sieht man halt einfach, wenn niemand Pobelta bedrohen kann, ist Pobelta halt der alleinige Carry hier, der halt komplett die Fäden in der Hand hält. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir so einen Nasir eskalieren sehen. Bergdach als nächstes. Okay, die Jagd hat begonnen. Oh, da kommt eine Verstärkung. SW Ultimate sogar noch getroffen. Da gibt es noch einen schönen Assist. Da versucht sie rauszuziehen. Olle ist mit von der Begegnung und Pobelta bekommt den Kill. Jetzt schon aufgeräumt. Jetzt passieren sehr, sehr viele Fehler. Inzwischen seit Double Lift gegen Wild Turtle. Im 1 gegen 1, da sind die Speere drin. Das ist aber ihnen egal, wenn er Wild Turtle hier ausgeschaltet hat. Triple Kill sogar. Ja, und Fly der Einzige, der das Ganze überlebt. Das ist ein interessanter Teleport. Man will die Wave jetzt halt anscheinend noch schnell in die Base mit reintragen. Ich glaube, die wollen für den Finish gehen. Ich glaube, das können sie nicht. Na, sie haben 30 Sekunden Zeit. Das ist halt ein 1 gegen 5. Stimmt eigentlich. Also sie können sehr wohl für den Finish gehen. Da muss sich jetzt der gute Fly aber was ganz Besonderes einfallen lassen. Oh, wow. Das hat zwei Supervasalen mit dabei. Ja, die werden das jetzt halt einfach knallhart werden. Tatsache. Ja. Da bleibt er noch relativ lange am Leben, aber nicht lang genug. Wow, das ging am Ende jetzt dann doch nochmal ziemlich zügig. Ja, ist ja ganz sacksichere Sache mit dem Nasher. Nicht risikofrei, eine Entscheidung, die halt doch so ein bisschen, denke ich, in Frage gestellt werden kann. Aber letztendlich hat es gut funktioniert für Team Liquid. Wow. Ja, Team Liquid hier der Sieger. Ich will nicht sagen souverän, weil das würde nicht zur Gänze stimmen. Also, aber sie waren schon am Ende der deutliche Sieger. Also für mich die Botlane von Team Liquid halt deutlich dominanter. Diese eine kleine Patzer, wo sie sich haben ganken lassen.
Ist jetzt nicht so schlimm gewesen. Trotzdem Double Lift mit einer sehr guten Leistung mit dabei gewesen. Und Pubelta war für mich halt richtig solide. Also Pubelta hat halt nichts großartig falsch gemacht. Immer wieder Engages gefunden auf Fly. Fly halt hier und da mit einem Misspositioning. Und im Endeffekt hast du halt einen 3-Item-Asi, der halt komplettes Biest ist. Und in der Backline eskaliert. Ja, jetzt gibt's nochmal Umarmung für alle. Aber ja, damit ist dieser Spieltag jetzt auch zu Ende. Team Liquid wieder auf dem 3. Platz. Punktgleich mit Clutch Gaming. 100 Thieves auf dem 5. Man ist ein Sieg hinter Cloud9, weil die heute verloren haben. Ein Sieg ist Cloud9 hinter Echo Fox. Ja, also da kann noch was gehen. Auch Optik hat sich nach oben katapultiert. Jetzt auf dem 7. Platz. Ich finde das so witzig, wie X-Miffy's Dad da vorne immer steht. Bei jedem kommt noch eine Umarmung. Ich stell mir mal vor, wie mein Vater da quasi stehen würde, wenn ich jetzt ein Profispieler wäre und dann halt auch immer bei jedem Spiel mit dabei ist, ist halt super feiert. Ja. Das ist echt geil. Das hätte auch was, ne? Ja, coole Mentalität. So ein schönes Bierchen dann immer. Ja. Und so eine Rassel. Oh, muss auch Vorbild sein, ne? Ja. Gut ist halt. Deswegen auch ein leckeres Bier. Schönes Leuchtfeuer. Ein schönes Bengalo. Apropos. Haben wir nicht letztes Mal gewettet um einige... Ja. Stimmt, wir hätten heute eigentlich weiter wetten müssen. Nicht nur das, sondern du schuldest mir. Ja. 7 Stück waren das. Ja, da waren wir stehen geblieben. Das kann auch noch mehr werden. 7 Kästen. Werden. Ja, die gute Milch. 7 Kästen. Du hättest eigentlich deine... Ja, Eis ohne Ehre, ja? Wieso? Was, wieso? Muss man einlösen. Ja, aber was hat denn das damit zu tun? Jungchen, das erkläre ich dir nochmal. Was wir jetzt machen, ist auf jeden Fall, wir machen... Feierabend für heute. Ja, morgen gibt's die LCK noch für euch und gleich ist auch noch Eishockey. Ja, da also auch nochmal alle Daumen drücken, damit es die 14. Goldmedaille ist dann, glaube ich. Ja, 14. Goldmedaille. Insofern, ja, bloß nicht ins Bett gehen, Eishockey gucken, Korea gucken, dann Mittagsschläfchen machen und dann wieder in A einschalten. Denkt dran, morgen 2 Stunden eher, schon ab 21 Uhr. Haut rein. Bis denn. Mach das